Guten Morgen, gute Laune. Guten Morgen, Sonntag. Guten Morgen, 23 Grad um 6.50 Uhr. Wir sind unterwegs nach Kassel. Das stimmt nicht. Erstmal nach Mamahausen, um den Hund auszuladen, der noch hier hinten drin sitzt. Ja. Momentan sind wir in Dossenheim, in der Friedrichstraße oder so. Und dann geht's weiter nach Kassel zum Workshop. Wir freuen uns schon und ganz offensichtlich wird heute mal wieder geflockt. Also seid gespannt, wir nehmen euch mit. Viel Spaß! Ja. Wir sind in Kassel angekommen und sie sagt nichts mehr. Sie ist zu müde. Ich bin ja auch der Fahrer und mit dem Fahrer darf man ja nicht reden. Wir stehen ja aber an einer Ampel. Den Fahrer darf man nicht ablenken. Ach so. Wir sind auf jeden Fall gleich bei Isella im Laden und in circa einer Stunde kommen dann die Workshop-Teilnehmer. In quasi ganz genau einer Stunde. Mhm. Wir suchen aber erst noch einen Bäcker. Ja. Weil wir müssen noch die berühmten Workshop-Brezel kaufen. Nein, berühmt wäre der Workshop-Kuchen, aber den gibt es heute nicht, weil wir bei den Temperaturen keinen Kuchen durch die Gegend fahren. Wer also wieder geilsten Apfelkuchen nach Omas Rezept will, der muss zu uns zum Workshop kommen. Ja. Wir würden uns freuen, den einen oder anderen begrüßen zu dürfen. Morgen! Seid ihr fit? Katrin erklärt gerade Lightroom. Sie ist ganz fleißig. Warum? Und ich werde jetzt schon mal ein bisschen Video schneiden. Und mich ausruhen. Von da hinten. Wenn ihr das aber vergesst und euch an den PC setzt und das wieder importiert, wollt ihr es mir immer noch machen. Tschüss! Tschüss! Schön was! Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir sind auf dem Heimweg und total verschwitzt und total K.O. und total müde. Und es hat hier nämlich geregnet, was ja von Grund auf eine tolle Idee wäre, wenn es abgekühlt hätte. Aber nö, jetzt ist hier nur Sauna. Es hat nämlich geschwült. Geschwült? Also es ist sehr schwül. Also hat es dann wohl geschwült. Genau. Ja, Katastrophe. Hirn kaputt. Aber war ein toller Workshop. War super genial. Alle waren sehr, wie sagt man denn? Wir hatten Spaß. Wir haben voll gut mitgemacht. Wir können jetzt alles super genial fotografieren. Genau, Leitung haben sie auch schnell kapiert. War toll. Waren wissbegierig. Ich habe eigentlich das Gegenteil zu begriffsstutzig gesucht, aber
ist nicht so wichtig. Unsere Gehirne sind ausgetrocknet, obwohl wir ganz viel Wasser getrunken haben. Genau, und wenn die Sandra vielleicht mal die Kamera schwenkt. Also ihr seht diese Baustelle. Eigentlich soll ich hier einen U-Turn machen. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Egal. Ja. Egal. Wir werden schon irgendwie nach Hause finden und vielleicht gibt es ja heute noch Eis? Irgendeine Abkühlung für uns. Auf alle Fälle Eis. In diesem Sinne, tschüss. Bis bald. Juhu. Es regnet endlich. Es regnet. Wir haben unsere Abkühlung bekommen. Wir haben den Pfeffer geholt und just als wir aus dem Haus bei der Mama sind, hat es runtergemacht. Wir sind klatschnass. Seht ihr unsere Arme? Aber geil. Und der Regen war ein bisschen kühl. Jetzt hoffen wir, dass es auch mal abkühlt. Hoffentlich regnet es bei uns zu Hause auch. Genau. Und ich krieg eigentlich noch ein Eis. Ne? Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, dass sie es nicht vergisst. Ach, das war die Abkühlung. Wir haben noch Eis zu Hause. Okay. Zu Hause ein Eis. So ein Lutschfinger. Genau. Wir wünschen euch einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche. Stay marvelous. Tschüss. Ciao.